Seid gegrüßt, willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale 2. Ja, wir sind hier immer noch in der Rabenfestung. Und wir werden jetzt mit dem Svaltitharnarsen sprechen. So. Ich bin Svaltitharnarsen. Ich bin hier im Kloster der Ausbilder. Für eure Anwesenheit in diesen Räumlichkeiten gibt es keinen Grund. Ich muss euch also bitten zu gehen. Ich hätte da ein paar Fragen. Und ich habe Lehrlinge, die ich ausbilden muss. Stellt eure Fragen bitte woanders und stört nicht länger die Ausbildung meiner Lehrlinge. Lebt wohl. Dann lebt wohl. Okay, das war ein kurzes Gespräch. So sei es. Ich habe mal in das Buch gelinst. Genau, das wir noch hatten. Hat sie das noch? Das Buch? Sie? Ich hatte irgendwo ein Buch. Nicht Efeu-Pfleger. Hier, das hier, genau. Geheimbinde. Total uninteressant, eigentlich, wenn man so genau drüber nachdenkt. So sei es. Videoqualität müsste eigentlich noch ein Ticken besser sein. Also im letzten schon. Gerade die Rottöne. Habe ich ein bisschen dran gefeilt noch. Müssen wir mal sehen. Ich hoffe, dass ein bisschen... Hier das Rot müsste viel klarer sein. Eigentlich. Na Han! Zum Gruße. Ha! Glück auf! Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich wollte nicht unhöflich sein, doch ich muss jede freie Minute, die mir bleibt, nutzen, um zu üben. Ich bin Sersa und ich habe die Funktion des Kämmerers inne. Wollt ihr euch hier ausruhen? Ich hatte ein paar andere Fragen. Oh, dürfte ich euch dann bitten, mit jemand anderem zu sprechen? Ich übe ständig, um meine Fähigkeiten zu verbessern und ich habe nur wenig Zeit für ein Gespräch. Gibt es nicht irgendeinen Ausbildungsraum, in dem ihr trainieren könnt? Oh, nun... Irgendwie ist da in mir eine geistige Barriere. Es gelingt mir nicht, meine Faustkampftechnik zu verbessern. Mein Ausbilder Svaltit weigert sich, noch mehr Zeit mit mir zu vergeuden. Er sagt, er lehre Selbstständigkeit und ich müsse lernen, diese Barriere selbst zu überwinden. Vielleicht kann ich bei Svaltit für euch ein gutes Wort einlegen. Oh, das ist ein... äußerst großherziges Angebot. Svaltit hält sich normalerweise im Trainingssaal auf. Er ist ein guter Mann, aber stur wie ein Landhai. Ihr werdet vermutlich nicht viel Glück haben. Ja, ausruhen könnten wir uns hier aus, das können wir gleich machen, wenn wir mit dem mal geredet haben. Also wieder zurück. Hätte ich das mal vorher gewusst. Wäre alles kürzer gewesen. Man kann den Ofen nicht anklicken, das ist gemein. Alles kann ich anklicken. Okay, alles auch nicht. Im Planescape Torment kann man alles anklicken. Und man kriegt zu allem einen halben Roman präsentiert. Ich dachte, ich hätte euch schon gesagt, dass es keinen Grund für eure Anwesenheit hier gibt. Ich muss euch erneut bitten zu gehen. Ich wollte euch nach Sersa fragen. Ich spreche nicht über Personen, die nicht anwesend sind. Könntet ihr sie nicht unterstützen, indem ihr ihr zusätzliche Trainingsstunden anbietet? Nein, Sersas muss Selbstvertrauen und Unabhängigkeit lernen, um die Hindernisse zu überwinden, die sie sich selbst in den Weg stellt. Ihr werdet es nicht schaffen, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Vergeudet also nicht noch mehr Zeit damit, lebt wohl. Hey, Moment. Es ist nun eure Pflicht, den Mönchen die Kampfkünste oder Selbstvertrauen zu lehren. Die Kampfkünste, aber... Dann kommt euren Pflichten nach. Ihr habt nicht die Pflicht, sie Selbstvertrauen zu lehren. Wenn sie bei ihrem Training nicht weiterkommen, ist es eure Pflicht, ihr zu helfen, dieses Hindernis zu überwinden. Aber das Kloster lehrt die Kampfkünste, damit die Mönche unabhängig lernen. Das stimmt. Sersa kann kein Selbstvertrauen lernen, solange ihr nicht bereit seid, ihr beim Training ihrer Kampfkünste zu helfen. Ja, ich verstehe, was ihr sagen wollt.
Ich werde ihr helfen. Ich danke euch, Svaltit. Lebt wohl. Alles klar, wir gehen zurück. Dupdi-dupdi-du. Jemanden die Worte im Hals umgedreht und dafür Erfahrung abgreifen. Herrlich, herrlich, herrlich. So gefällt mir das. So, dann kann ich Madame gleich erstmal noch erzählen, dass hier ihr Pseudo-Geliebter oder was auch immer mit der Chimären-Legion kollaboriert. Seid gegrüßt, Sersa. Sehr schön, euch wiederzusehen. Seid ihr hier, um euch auszuruhen? Nein, ich habe bei Svaltit ein gutes Wort für euch eingelegt. Das habt ihr getan? Und er hat zugestimmt? Mir zu helfen? Ich bin mir sicher, dass ich jetzt rasch besser werde. Ich danke euch. Ihr habt mir sehr geholfen. Kommt doch näher. Ich muss euch etwas sagen. Ich lasse euch hier in Zukunft gratis übernachten. Aber pst, erzählt niemandem etwas davon. Ja, ich würde mich gerne ausruhen. Wie viel Erfahrung? Ja, bis wir geheilt sind. Wir haben ja nichts zu tun. Soll doch Madame ihre Liebe noch zu ihrem bin schon unterwegs. Bald Ex-Freund vertiefen. Ganz ruhig, mein geliebter Ahuma. Auch Mist hat euch hier allein zurückgelassen. Aber also, ihr habt es bloß so gut geleitet wie er. Ja, ja, alles klar. Sag ihr nur, was sie hören will. Sie ist bestimmt ganz leichtgläubig. So, wir haben ja erstmal noch was zu tun. Soll was mir gibt's recht hier? Sein. Dupa und der goldene Ware. Wie ihr wünscht. Oh, alles verschlossen. Einerseits soll ich ja alles erkunden, andererseits ist ja alles verschlossen. Falscher Knopf. Tut mir leid. Schloss öffnen gelungen. So höre ich das doch gerne. Ach, solange die beschäftigt sind, ist es ja auch kein Problem, hier rumzulaufen. Wenn ihr wollt. Nehmen, nehmen. Ah ja, interessiert wirklich niemanden. Die sind ganz freigebig, obwohl die alles einschließen. Armschiene. Hellebarde. Boah, alles so kotzschwer. Pfeile plus 3. Hammer von Luzern. Macht plus 1. Verbesserungsmomente. Untote und extra Nanare, die von der Waffe getroffen werden, müssen einen Zählkreislauf verstehen oder sterben. So eine ähnliche Waffe habe ich schon mit plus 2, glaube ich. Rüstungsarmschienen plus 2. Ja. Haben mir verdammt viele Leute sehr nötig, habe ich so das Gefühl. Ja, genau das. Das war der einzige, bei dem ich die letzten schon nicht ausprobiert habe. Gut, dass wir so viele Leute haben, die helle Baden benutzen. Ist ja mal wieder herrlich. Kann ich mal irgendwie so ein plus 6 Prügel finden, damit ich einmal in den Feind reinsteche und der uns zerfetzt wird? Das, der muss über den ganzen Bildschirm fliegen. Ja, erst sie oder erst ihn? Ich weiß es nicht. Nehmen wir erstmal ihn. Wenn ihr wollt. Ich bin Dolon. Dolon Daemba. Ihr seid doch Fedora, ja? Ich habe schon von euch gehört. Zwischen euch und meinen Herren herrscht böses Blut. Aber keine Sorge, Schleifer. Was, Schleifer? Eben rede ich noch von Planescape Tom und jetzt werde ich mit Schleifer angesprochen. Na, muss doch nicht sein. Ich bin hier als Bote und nicht als Krieger. Ihr habt nichts von mir zu fürchten. Ich habe diese Briefe in euren Räumlichkeiten gefunden. Ja, gleich die Karten auf dem Tisch. Nee, wer sind eure Herren? Wir spielen erstmal mit. Mein Fürst Isair und die Dame Madai sind die Befehlshaber der Chimärenlegion. Und lasst es mich bitte noch einmal sagen. Ich will euch nichts Böses. In diesen Hallen sollten wir versuchen, Frieden zu wahren. Was macht ihr hier? Ich bin ein Bote aus der abgetrennten Hand. Ich brachte Ormes Dohor, dem Archimandriten des Schwarzrabenklosters, eine Einladung meiner Herren. Das Kloster bat mich, hier zu bleiben, bis der Archimandrit zurückgekehrt ist. Es handelt sich um eine alte Tradition. Ich denke, sie wurde von den Drow eingeführt, aber für mich spielt das keine Rolle. Mein Aufenthalt hier war bisher sehr angenehm. Die Mönche sind freundliche Leute und die Bibliothek ist sehr umfangreich. Ja, du hast bestimmt Madame gut studiert. Wer ist euer Herr? Das wissen wir schon. Woher kommt ihr?
Ich schätze mal, ihr sprecht damit mein Aussehen an. Ich komme von einem weit entfernten Ort, der dort unter dem Namen Sigil bekannt ist. Meine Eltern, nun, obwohl es keinen Zweifel daran gibt, dass sie verschiedenen Völkern entstammten und ich ein Berührter bin, wie manche zu sagen pflegen, kann ich euch wenig über meine Herkunft erzählen. Ich traf meine Eltern nie. Ein Berührter? Irgendwas klingelt da, aber ich weiß nicht mehr was. Habe ich schon mal gehört, meine ich. Das waren nicht die Ratten, das waren nicht die Untoten. Das war, glaube ich, eine von diesen komischen Gilden da. Ach, das ist ja auch nicht so wichtig. Was macht ihr hier? Ich bin ein Bote der abgetrennten Hand, genau. Woher kommt ihr? Wer sind eure Herren? Das hatten wir auch schon. Leb wohl. Wir reden erstmal mit Aruma. Zum Gruße, Reisender. Ihr seid sehr tapfer. Der Weg hierher war noch nie leicht zu finden. Doch jetzt, wo die Dörgers hier ihr Unwesen treiben, war er sicher doppelt so gefährlich. Was führt euch also hierher? Bruder Barzam schickt mich, um euch alle zu töten. Barut Barzam schickt mich, um euch alle zu töten. Ich bin hier, um den Weg in das Unterreich zu benutzen, der unter dem Kloster liegt. Was passiert, wenn ich das sage? Können wir ja mal machen, ich habe ja eben gespeichert. Diese mordenden Sklavenhalter haben also begonnen, Söldner anzuheuern. Sie fürchten unseren Zorn zurecht. Ihr werdet das bald selbst sehen. Hey, nur weil ich das sage, will ich euch doch nicht umbringen. Wir drücken mal L. Mann. Ich habe gedacht, ja, die sagt dann sowas. Ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht nötig. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch zurückgehen und die alle umbringen. Aber das war dann ja nicht so. Gut, ich bin hier, um den Weg ins Unterreich zu benutzen. Es tut mir leid, dass eure Reise umsonst war, Reisender. Ich kann euch nicht gestatten, in das Kloster hinabzusteigen. Falls ihr euch ausruhen wollt, bevor ihr die Heimreise antretet, unterhaltet euch mit Sersa in den Unterkünften. Warum kann ich den Weg ins Unterreich nicht benutzen? Der Durchgang, von dem ihr sprecht, ist weit mehr als ein einfacher Tunnelreisender. Es ist der Weg, auf dem Wallas, der Gründer unseres Ordens, den Drow-Sklavenhaltern entkam und den Weg zur Oberfläche fand. Er ist zu einem Teil seines Grabmals umfunktioniert worden und darf nur von den Mönchen betreten werden. Dann würde ich gern Mönch werden, ja, ist klar. In eurem Kloster hält sich ein Dieb auf, der sich als Mönch verkleidet hat. Ist dem so? Ich danke euch. Ich werde zusehen, dass man sich um die Angelegenheit kümmert. Ich hätte noch ein paar Fragen. Warum kann ich den Weg ins Unterreich nicht benutzen? Dann würde ich gerne Mönch werden. Das könnt ihr nicht. Das Kloster nimmt im Moment keine Novizen auf. Das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Ich könnte euch 100 Goldstücke und ein Schaf anbieten im Notfall. Auch wenn ich die gerade nicht dabei habe. Aber wir finden bestimmt irgendwo ein Schaf. Ich habe diesen Brief in Dollons Räumlichkeiten gefunden. Meine Räumlichkeiten? Was habt ihr? Die Briefe? Gebt sie mir sofort zurück. Was sind das für Briefe, Dolon? In den Briefen geht es um einen Plan, die geordnete Funktion des Klosters zu unterminieren, indem versucht werden soll, euch in der Abwesenheit des Archimandriten gegen ihn aufzubringen. Aber stimmt das, Dolon? Warum? Weil die Chimärenlegion in vielen Mönchen eine Bedrohung sieht, geliebter Aruma. Da sich Ormes weigert, sich auf unsere Seite zu stellen, erhielt ich den Auftrag, euch zu verführen und zu verderben. Ich selbst habe keine Ahnung, welches Schicksal dem Archimandriten zuteil wurde. Ich dachte, dass ihr sollt verdammt sein, Dolon. Und warum habt ihr diese Briefe überhaupt in eurem Besitz? Es war doch wohl dumm von euch, sie nicht zu zerstören, oder? Für den Fall, dass ich sie gegen meinen Herrn einsetzen muss,
Mein verfluchtes Blut zwingt mich dazu, paranoid und verräterisch zu sein. Ich habe sie normalerweise bei mir getragen, aber ich schätze, ich war so glücklich mit euch hier, dass ich wohl achtlos geworden bin. Ich vergaß sie in meinen Räumlichkeiten. Was jetzt? Aruma, ihr habt niemanden wehgetan. Die Mönche, die ihr weggeschickt habt, können noch immer zurückkehren. Was sagt ihr da? Ich flehe euch an, mir zu verzeihen, Aruma. Ihr müsst euch selbst verzeihen. Meine Behauptungen, mit denen ich Ormes diskreditieren wollte, waren Lügen. Aber meine Liebe für euch ist aufrecht. Bitte verlasst dieses Kloster. Lasst Ferun hinter euch zurück. Kehrt mit mir nach Sigil zurück. Dort können wir einen neuen Anfang wagen. Aber ich werde es tun. Ich begleite euch, Dolon. Ich will euch vertrauen. Wir lassen diese Welt für immer hinter uns, damit wir zusammen sein können. Was? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Reisender. Ich kann euch nur um Vergebung bitten, ebenso wie Dolon mich um Vergebung bat. Der gute Salisam wird ab sofort das Kloster leiten. Wenn ihr Wünsche habt, wendet euch bitte an ihn. Lebt wohl und viel Glück. Lebt wohl, Aruma. Also gut, Schleifer. Ich habe schon zu lange mit diesen dämlichen Dusseln hier zusammengearbeitet. Ich werde ihnen keine Träne hinterherweinen. Bitte behaltet doch alles, was ihr in meinen Räumlichkeiten gefunden habt. Ich wünsche euch viel Glück. Vor euch liegt ein schwerer Weg. Dann lebt wohl. Er nennt mich Dussel und Schleifer, ey. Das ist doch falsch. Wenn ihr wollt. Naja. Falsches Spiel. Alles klar, wir reden mit unserem Meister hier, unserem neuen, der direkt im Eingangsbereich steht. Wir können auch einfach nach unten gehen. Einfach ins Kloster gehen und nicht lang hier rumsuchen. Also einfach durch die Grabstätte. Städte. Meister? Meister? Ah, so. Da haben wir ihn doch. Ich danke und preise euch. Ihr habt uns sehr geholfen. Wir werden das zu würdigen wissen. Lasst mich kurz erklären. Sprecht weiter. Dolon Daemba ist der Gesandte der Chimärenlegion. Er kam vor einiger Zeit hierher und bat um eine Audienz mit dem Archimandriten Ormes Dohor. Er forderte ihn auf, seine Herren in der abgetrennten Hand zu besuchen. Wartet, Archimandrit? Ach so, ja, das kennen wir schon. Sprecht weiter. Ormes befahl, dass Dolon das als Geisel zurückbleiben müsse. Er beauftragte Aruma in seiner Abwesenheit mit der Leitung des Klosters. Es dauerte nur wenige Tage, bis Aruma begann, sich darüber verbittert und verärgert zu zeigen, dass Dolon sie zurückgelassen hatte. Sie behauptete, der Archimandrit hätte sie übergangen und beleidigt. Aruma nahm Ormes Stellung ein und schickte all jene ins Exil, die sich offen gegen sie aussprachen. Dolon verbrachte immer mehr Zeit in Arumas Gesellschaft. Wir fürchteten, dass es dem Gesandten gelungen war, sie genug dem Archimandriten aufzubringen, dass es ihm irgendwie gelungen war, sie zu korrumpieren. Da es euch gelungen ist, Aruma davon zu überzeugen, abzudanken, fällt der Rang des amtierenden Archimandriten nun einem Konzil dreier Mönche zu. Einer dieser Mönche bin ich. Wir haben uns besprochen und dazu entschlossen, euch zu gestatten, den 8 Kammern zu stellen. Wartet, die 8 Kammern, das wissen wir ja. Gelingt es euch, die Kammern zu überwinden, werdet ihr alle wie Verbündete des Klosters behandelt. Dadurch ist euch der Zutritt zu Valas Grabmal und somit auch zum Tunnel in das Unterreich gestattet. Sprecht mit Morohem, dem Meister der 8 Kammern. Er hält sich im Keller des Klosters auf. Wir haben noch ein paar Fragen. Das überrascht mich keineswegs, doch ich muss noch viel mit meinen Gefährten hier besprechen. Ihr könnt diese Etage des Klosters gerne erforschen. Ich bin mir sicher, dass es sich den meisten Menschen... Ja, dann lebt wohl. Nochmal dicke Erfahrung hier eingestrichen. Ja, müssen wir wohl nach unten. Nächstes Mal. Ich habe ja gedacht, ich muss irgendwann noch die Dörger auslöschen. Wenn ich das nicht muss, gehe ich da so nochmal rüber, bevor ich durchs Unterreich gehe. Ja, hört sich gut an. Aber jetzt, wo wir das Kloster ja eindeutig nicht vernichten wollen, müssen wir ja die Dörger vernichten. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.